Frühstückszeit, Kaffeezeit. Auf dem Gipfel des hohen Lichtes. 12 Stunden bin ich jetzt im Schlafsack gelegen. Gestern Abend ging es mir nicht so gut, obwohl das Wetter wunderschön war. Aber der starke Wind, der hat mich dann doch ganz schön viel Schlaf gekostet. Hab dann irgendwie bis um 12, halb 1, also ja, fast 6 Stunden wach gelegen und immer wieder auf die Uhr geschaut und ich ein bisschen Bedenken hatte, dass der Wind dann doch zu stark wird auf diesem doch ziemlich ausgesetzten Gipfel hier. Egal, um 1 ging es dann irgendwann besser, da bin ich dann auch eingeschlafen. Und jetzt sitze ich hier in der Sonne, genieße die Morgensonne und ja, merk wieder mal, jetzt bin ich voll da. Diese innere Unruhe ist weg. Diese, ja, ein Stück weit auch die Angst vor dem Alleinsein, vor der Einsamkeit ist weg. Alles weg. Alles, was mich irgendwie belastet hat, ist gerade weg. Und ja, es ist irgendwie so diese, genau das, was ich immer wieder suche. Diese Klarheit, diese innere Klarheit einfach und dieses Lebendigsein und die Sinne einfach viel, viel intensiver wahrnehmen. Ob das der erste Schluck Kaffee ist am Morgen, jetzt mal wieder einen nehmen, bevor er kalt wird. Oder ob das die Gedanken sind, der Kopf, der einfach viel freier und viel klarer ist. Es ist ein Stück weit wie eine Meditationserfahrung. Du wirst ruhig, du wirst gelassen, du wirst klar und du bist einfach lebendiger und präsenter. All das, was in dieser schönen Ratgeberliteratur überall geschrieben steht, ist hier umgesetzt. Es ist umgesetzt. Und das ist es wahrscheinlich, warum ich immer wieder in die Natur gehe. Zur Not auch alleine. Und manchmal ist es auch gut, alleine zu gehen. Es schiebt sich gerade eine Wolke direkt vor den Vollmond. Unter dieser Wolke, da ist der große Widerstein. Das ist ein massiger Felsberg, genau darunter. Das Licht ist unglaublich schön. Das Licht ist, es ist unbeschreiblich. Diese Berge überall und das ist brutal. Das ist Schöpfung. Ja, und dann bist du irgendwann schon da und fragst dich, wer hat das alles geschafft? Wo kommt das alles her? Wer lässt hier die Vögel singen? Wer hat die Berge geformt? Und du bist mittendrin und fühlst dich zum ersten Mal als Teil des Ganzen und nicht mehr als derjenige, der sich die Berge anschaut, der Fotos macht und irgendwelche Selfies postet. Und du bist irgendwo Teil des Ganzen hier. Und das fühlt sich verdammt gut an.